Wenn, wenn ihr die Cypher noch nicht gesehen habt, zieht sie euch auf jeden Fall rein. Da waren geile MCs. Kann ich nochmal Lärm haben für die Cypher und die Qualifikation? Kommen wir nun zur Freestyle Mania des heutigen Abends. 8 MCs sind am Start. Kommen wir zum ersten Match. Zieht doch mal bitte einen Zettel jeder aus den Töpfen jeweils und gerne schon mal aufmachen. Oh ja. So, wo habe ich denn hier vorhin die Stoppuhr hingelegt? Hier, da habe ich sie. Bitte kommt zu mir auf die Bühne, schnappt euch die Mikrofone mit der Nummer 1 und Nummer 2 im ersten Match. Hellmax gegen Frozen! Im Viertelfinale 3 Minuten Freestyle, 4 Takte Schlagabtausch. DJ Pete ist ready. München, alle Hände nach oben. Let's go! Wie das heute funktioniert, habe ich gerade gezeigt. Ich freestyle, ich gewinne und du Opfer, du weinst. Ey, wisst ihr, ob ich hier drauf Bock hab? Bist du dir sicher? Willst du wirklich nochmal? Halt die Fresse, du bist ziemlich kahl. Rematch, Digga, dann fick ich dich halt nochmal. Ah shit, Digga, er sieht immer aus wie jeder. Guck mal, du bist doch kein Thema. Junge, also ich hör aus, als ob ich heute nen Wunsch war. Du wirst heute in dein 2 Battles entjungfern. Nochmal denselben Gegner ist nicht so nice. Aber komm, ich battle dich in jedem Tag in nem Kreis. Rappen und Gaming ist meine Kombi. Deine Mom reitet auf mir, als wär ich hier Yoshi. Ey shit, Nintendo auf die 1. Ich baller dir einen rein, baller das rein. Du fickst meine Mutter, ey yo, du bist nur ein Spaß. Du siehst aus, als ob deine Freundin Hobbyhorsing macht. Junge, was willst du denn bitte in dem Bett? Also komm mir nicht zu nahe, ey, und halt mal deine Fresse. Nochmal sowas, du hast Einschlag, Augenring. Jeder hier im Raum weiß, hier ist der Maxi-King. Ah, du bist echt eine Witzfigur. Selbst meine Freundin sagt, du bist eine Missgeburt. Ey, was denn los mit dir? Habt ihr wieder sehr toll einstudiert? Ey, was bist du denn für ein Spaß? Machst denselben noch einen Ruf nochmal, hat doch vorhin nicht geklappt. Ah, Digga, du weißt, das hier ist Freestyle, dann macht man das halt nochmal. Du Pisser, ich komme rein, Digga, ja, ist hier mein Sieg, geil. Und du kommst rein, du Wichser. Ich erklär dir, wie denn das funktioniert, du, ey, du dumme Bitch. Ja, einen Freestyle, Bruder, ja, den wiederholt man nicht. Ey, man fällt sich selber mal was Neues ein. Deshalb schick ich dich heute aus diesem Battleheim. Frozen, ich mach dich jetzt hier nackt, bevor du mich treffen willst, treff mal richtig den Takt. Ey, er macht hier auf Rapper, halt die Fresse, ich bin einfach mal besser. Ich treff nicht den Takt, ey, ich könnte dich ins Koma schlagen. Du hast keine Chance in dem Battle gegen Flow Passage. Du kannst halt nicht reimen und du kannst halt nicht aufschreiben. Junge, geh bitte nach Hause und geh weinen. Als Maul, du Fotze, du bist echt eine Frau. Du bist wie das Licht vorhin, blau. Hä, habt ihr jetzt mal gecheckt? Ich haue diesen Keck einfach mal weg. Du kommst in das Battle, ey, du kannst mich hier nicht ficken. Ich bin die Frau, Bruder, du hast Titten. Ey, also was willst du hier sagen? Junge, jeder wird dich in nem Freestyle Easy Battle schlagen. Ah, halt die Fresse, Digga, ich muss dich jetzt wegschieben. Titten, deine Mom tut mich jetzt mehr lieben. Ey, du kleine Schlamse, ich hab Grinsen. Nochmal. Du hast schöne Titten, ist ja ganz krass. Junge, du bist halt bei Burger King Stammgast. Deshalb kriegst du in dem Freestyle nicht die Krone. Zieh dich bitte nicht aus, keiner will dich oben ohne. Ich hab zwar Titten, aber du bist die Schlampe. Und deine Mom, Dicker, die ist die Transe. Oh, das ist echt hier kein Gimmick, Transe. Das erinnert mich fast an Zinnig. Interesse an deinen Hunden, ey, die kann ich gar nicht heulen. Du hast schöne Titten, ey, mehr als deine Freundin. Ey, du ziehst sie immer in das Battle. Ich schlage keine Frauen, aber wieso ziehst du sie dann in das Battle? Ah, Digga, halt's Maul, du bist für mich nur Futter. Kleine Titten, genau wie deine Mutter. Aber egal, ich bin wieder auf Marsch. Ich spritze hier nicht auf die Titten, sondern direkt auf den Arsch. Vorbei! So. Ihr entscheidet, wer eine Runde weiterkommt. Und diesmal passiert das Ganze durch Hände. Das heißt, jeder von euch entscheidet sich für einen der beiden MCs. Nicht für beide und auch nicht für keinen. Bitte Licht in die Crowd, wir kommen zur Abstimmung. Wenn ihr sagt, Frozen war besser und gehört in die nächste Runde, dann bitte einmal die Hände, München.
Wenn ihr sagt, Helmex war besser, dann bitte einmal die Hände münchen. Herzlich willkommen in der nächsten Runde Frozen.